Ein wunderschönen guten Tag, Thomas Klinger, der YouTube-Channel für Spaß und finanzielle Freiheit. Es gibt eine sehr wichtige Neuigkeit, angeblich von QAnon, über irgendwie Israel, Netanyahu, weil mal von meinem Kumpel, der Bruder, ist dort festgefangen in Israel. Und heute, also gestern hatte Netanyahu gesagt, heute, das ist absoluter Hammer, also am Ende von März kommt die absolute, der Killerhammer. Es kommt der erste, es ist der erste Vierte. Dann kommt der erste Vierte. Stopp, halt, stopp. Monat, welcher Monat ist das? 4. Dezember, Januar, Februar, März. 4. Monat effektiv. Und 5. Monat, seitdem die Firma, seit diese Airbnb-Arbitrage gestartet ist. Schauen wir uns die Zahlen an. Bis gleich. Bam. So, liebe Freunde des guten Geldes, ich hoffe, das sieht man besser, wenn ich ein bisschen die, ja, das, müssen wir eine neue Kamera kaufen oder so. Oder die, das Handy, Huawei ist doch gut, oder? Warum tut das immer so hier? Kurze Erklärung für Leute, die noch nicht wissen, was wir hier machen. Ich habe hier eine Wohnung gemietet, 2 Kilometer Luftlinie, ca. 50 Quadratmeter, 2 Zimmer und auf Airbnb gestartet, booking.com. Über Webseite und halt vermiete Airbnb Arbitrage. Ich zahle 585 Euro im Monat. Ich habe ausgegeben insgesamt 5213,29 Euro. Das waren die gesamten Ausgaben, Möbel, Bilder, Sofa, Herd, Badmöbel. 5213 Euro ausgegeben. Zusätzlich noch Ausgaben jeden Monat, also November habe ich es übernommen, nichts verdient, weil nur gearbeitet, die Wohnung hergerichtet und ab Dezember war dann der erste Monat, wo wir Business gemacht haben, also, aber trotzdem ziehen sie mir jeden Monat Miete ab, also 6 Mal habe ich schon Miete bezahlt, a 585 Euro ergibt 3510 Euro und insgesamt Ausgaben bisher, komplette Ausgaben, 8723 Euro und 29 Cent. Was haben wir bisher eingenommen im Monat 4? Im Monat 4, da habe ich eigentlich in der Corona-Krise einen Glücksfall, weil ab 22.02. glaube ich, oder 26.02., also Ende Februar, ist ein Gast eingezogen für 133 Tage. Er ist extra aus Australien angereist und hat bei mir gemietet für 9.000 Euro. Aber ich kriege nicht, das sage ich euch gleich, also 9.000 Euro habe ich in der Rechnung gestellt, kein Problem, und jetzt ziehe ich ihm jeden Monat 2250 Euro ab, aber effektiv kommen auf mein Konto durch die Kreditkartengebühr, weil ich bin bei SumUp, das ist genial, kommen nur an 2188 Euro und 12 Cent. 2188 Euro und 12 Cent kassiere ich ihm jeden Monat, die nächsten noch dreimal. Das ist das erste Mal. Und es ergibt einen positiven Cashflow von plus 1603 Euro und 12 Cent. Das ist der positive Cashflow. Mit dem positiven Cashflow 1603 Euro kann ich die nächsten 3 Monate rechnen. Weil er ist ja hier gefangen. Wie soll er denn zurückfliegen nach Australien? Also der hat auch Homeoffice. Auch wenn die Firma Kurzarbeit macht, den schicken sie jetzt nicht die halbe Welt wieder nach Hause, um ihn dann einen Monat später wieder herzuschicken. Also da habe ich, ich denke, dass das nicht passiert, also da habe ich Glück, das ist ein Glücksfall. Also, das heißt, effektive Ausgaben 8723,29 Euro. Effektive Einnahmen 5620,34 Euro. Effektive gesamte Einnahmen sind 5620,34 Euro. Also fehlen noch zum Break-Even minus 3102,95 Euro. Also etwas über 3000 Euro fehlen noch zum echten Break-Even. Und allein mit diesem Gast aus Australien werden wir das auf positiven Cashflow fahren. Das ist ja logisch, jeder der rechnen kann. Noch dreimal 2188 Euro, also noch dreimal 1600 positiver Cashflow ist, in 3 Monaten ist das Ding 1600, das Ding ist in 3 Monaten gefressen. Dann haben wir innerhalb den Break-Even erreicht, innerhalb eines Jahres mit einem Apartment, wo wir gestartet sind.
Man muss sich bedenken, dass der 5000 Euro Möblierung, also das nächste Jahr, haben wir diese Ausgaben nicht mehr, wird das nächste Jahr schon viel profitabler. Aber das wird noch dieses Jahr meiner Meinung nach profitabel, wenn die Corona-Scheißkrise vorbeigeht. Weil wenn die Leute, er geht ja am 4.7. verlässt er das Apartment, der Kollege, wo 9000 Euro gezahlt hat, also in 4 Raten. Er geht im 4.7. und da, wenn Corona der Dreck weg ist und dann kommen die Feriengäste, dann knallt es nochmal ein paar tausend Euro ins Plus. Also ich glaube, die Frage, kann man mit Airbnb Arbitrage innerhalb von einem Jahr positiv wirtschaften? Ja, man kann. Also in diesem Sinne, Freunde, geiles Leben, geile Woche. Ich habe heute Batterie gewechselt, Batterie reingemacht im Motorrad, Batterie nicht mal ausgebaut, ich habe es nur geputzt. Und dann hatte ich so eine scheiß Batterie, wo man das Ding da, die Säure reinmachen muss. Dann muss ich erstmal gucken, das Ding, hab das was noch nie gesehen. Aber jetzt ist die Batterie aufgefüllt und morgen haue ich sie rein und dann drehe ich mal eine Runde. In diesem Sinne, haut rein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.